So, guck mal, Müll. Ihr wisst genau, was das heißt. Nee, diesmal können das gar nicht wissen, denn das ist kein Pokémon Go Video. Aber das ist Hannes. Moin, grüß dich. Das ist schon wieder eine Moas, die er kreieren will. Aber das ist alles geheim und unter Verschluss. Deswegen seht ihr gar nicht, was für Moas da drin ist, also Mars. Jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Und dann sind wir auf dem Weg zu McDonald's und wollen diesen lustigen Regenschirm holen, den es nur heute gibt. Mit der McDonald's-App, wenn ihr Punkte einlöst. Wir haben ja schon Sonnenbrille, wir haben ja schon Fischershut. Jetzt braucht man noch Regenschirm. Kann man auch als Sonnenschirm nutzen. Richtig genial. Pupsi hat es hierhin schon geholt. Wir müssen auf Marie aufpassen, wie man sieht. Wo ist sie überhaupt? Und dann fahren wir los zu McDonald's. Also wir laufen und holen den Regenschirm. Das passiert nämlich, wenn ihr keinen Regenschirm habt. Ihr lasst euch hängen. Ihr seid nicht ihr selbst. Geht's dir gut? Hast du hier übernachtet? Hallo? Mal Puls. Ah, das ist nix. Kaputt. Deswegen gönnt euch immer den McDonald's Regenschirm, weil dann habt ihr nicht nur Schatten, ihr habt auch keine Sonne. Das ist auf jeden Fall die zwei Dinge, die ein Mensch braucht. Und guckt dir mal an, wie der Tisch aussieht. Wie nass der ist mit dem Regenschirm. Wäre das nicht passiert. Jetzt muss sie den ganzen Tag so machen. Bei allen Tischen, bei allen Bänken, die du siehst. Mit dem Regenschirm, ich wiederhole es nochmal gerne, wäre das nicht passiert. Ach du meine Güte. Es tropft, guck wie es tropft. Da ist Hannes. Moin. Da ist das Ding. Und das Ding ist in der App drin, da steht nämlich Punkte einlösen. Einlösen für 600 Punkte, ne, für 800 Punkte genau. Ein exklusiver Regenschirm. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Dann müsst ihr, wenn ihr die App habt, die Punkte einlösen und dann kriegt ihr hier diesen super genialen Schirm. Perfekt. Hoffentlich ist noch einer da. Pupsi hat ihren schon. Läuft morgen ab. Ist halt nur am Mittwoch heute möglich gewesen. Das heißt, wenn ihr das seht, ist schon zu spät. Perfekt. Guckt euch doch mal dieses schöne Megas-Bild an. Wir sind frühe Vögel und Nachteulen. Und er so, ey Bruder, schnell, nimm die Cola und verschwinde. Oh. Ja, der kann es auch nicht mehr sehen. Deswegen, du wirst lieber mal jetzt da rein. Das verstehe ich nicht. So, und hier ist jetzt das Objekt der Begierde. Ein kleiner Knirps, ein Regenschirm von McDonald's. Die McDonald's Gold Card, kennt ihr noch, Megas Gold? Mit Sesamkörnern drauf, 800 Punkte. Wir haben jetzt alles zusammen. Wir haben uns damals hier diese Lipton Sonnenbrille geholt vom Lipton Ice Tee. Die müssen wir immer in den Streams anziehen, wenn wir Megas Gold Videos gucken. Wir haben uns dann den Lipton Bucket Hat geholt von den Punkten, weil ich mir von den Punkten nie Essen hole. Ich krieg Punkte, aber die löse ich nie ein, aber für sowas gerne. Und irgendwann später gab es dann in diesem roten Sack nochmal eine Sonnenbrille, aber diesmal nicht vom Lipton Eistee, sondern direkt von McDonald's. Die ist nämlich nicht gelb, die ist eher dunkelgelb, auch mit diesen Sesamkörnern drauf. Das heißt, das zwei passt zusammen, weil das eher so ein bisschen orange ist, ne, sagen wir mal. Das ist viel heller, das seht ihr jetzt vielleicht nicht, ich sehe das. Das ist richtig helles Gelb, das ist eher so Pumpkin-Farben. Hannes, magst du nochmal den Knirps abziehen? Zieht einfach um die Wette, wer zuerst die Zucht gemeistert hat. Das ist jetzt der Knirps, der ist jetzt so lang. Dann habt ihr natürlich hier ein Band drum. Dann kann man den so aufmachen, halt mal fest unten, ich zieh mal hoch. Dann ist das schon das ganze Ding, versteht ihr? Das könnt ihr dann so hinstellen. Hier habt ihr ein Logo drauf. Das ist das McDonald's Logo in grün. Überall die Sesamkörner. Aber die Form, ich weiß nicht. Die Form ist irgendwie komisch. Der ist so... In der Mitte geht er nochmal extra ein Stück hoch. Und dann ist er aber hier. Müsste der nicht hier dann jetzt flach sein und gleichmäßig? Warum nochmal eine Spitze in der Mitte? Das verstehe ich nicht. Davon jetzt zwei Stück und dann können wir ein super tolles Video mit allen Sachen zusammen machen. Ah, den schmeißt hier gegen die Wand, dann geht er wieder zusammen. Perfekt. Wenn ihr auch so einen habt, dann schreibt es mal in die Kommentare oder was ihr mit euren Punkten immer macht. Und ob ihr das immer wieder hier in das Kondom reinpacken würdet oder so lasst, schreibt es rein. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Hä? So besser oder so? So besser oder so? So besser.
Kennt ihr das, wenn ihr beim Optiker seid? Peace out, Vorhaut, euer Ramses.